willst doch nur spielen. Moins und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bären-Simulator. Ich bin gerade auf dem Weg zurück ins Spooky House, weil ich diese Faultür, die da ist, ja, die Faultür, die will ich unbedingt aufkriegen. Diese faule Tür. Und ich bin mir sicher, ich habe Bio-Courage schon. Wir müssen das jetzt mal austesten, ob ich es wirklich schon habe. Denn mit Bio-Courage kann ich diese verdammte Tür aufmachen. Diese Faultür. Diese Faultür am Boden. Also ich habe jetzt hier von diesem Gebiet, von diesem Spooky Woods, auch 99% abgeschlossen. Das heißt, hier ist nicht mehr so viel, was man finden kann. Hier ist eigentlich, ja, wie gesagt, nur noch das eine Prozent und das kann nur diese Tür sein. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist das Haus. Jetzt bin ich gespannt. Danke sehr, mir wird sogar die Tür aufgemacht. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Aha! Ich kann sie aufmachen. There's probably nothing good down here. Cellar door, also Kellertür. Es ist nichts Gutes da unten. Aufschlagen kann ich sie nicht. Aber ich kann sie aufmachen, okay? Alles klar. Hallo, das ist Kirby. Wir haben Kirby gefunden. Oder ist das Huibu? Ghost. This ghost seems to have been trapped down here for a while. Sounds like a new friend. Ich habe einen neuen Animal Buddy gefunden. Ja, ein Geist. Juhu. Ich habe Spooky Woods abgeschlossen. Found three Animal Buddies. Und hier sind noch Bananen. Achievement. Spooky Woods complete. Das ist das erste Gebiet, was ich komplett 100% abgeschlossen habe. Kann es sein? Cool. These Bananas are so unripe. Okay, dann essen wir die auch gleich mal. Ja, krass. Nie wieder Spooky Woods. Gleich speichern. Juhu, dann kann ich jetzt ja an sich eigentlich gleich sagen, back to den, aber hier oben ist ja dieser Teleport-Schramm, damit wir den auch mal gegessen haben. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, ich weiß es aber nicht. Essen wir den jetzt einfach mal und teleportieren uns zurück. Und da wartet dann der Geist schon auf mich, juhu. Wo ist der Geist? Ich sehe nur die Katze. Wo ist der Geist? Da muss ich wieder neu starten bestimmt, damit man den sieht. Oder vielleicht ist er irgendwo an der Decke oben. Geist ist nicht zu sehen, ist bestimmt erst wieder nach einem Neustart zu sehen. So, jetzt kann ich ja mal gucken. Da mir ja das so gut angezeigt wird, wie viele Prozente ich von welchem Gebiet geschafft habe, können wir ja mal durchgucken, was wir jetzt als nächstes noch in Angriff nehmen. So, Arnie Forest ist 82% komplett. Da könnten wir also noch einiges finden. Shepherd Lake ist nicht ganz komplett. Da kann man noch einiges finden. Zwei Kreaturen unter anderem auch noch. Okay. Aber Gebiete habe ich alle erkundet. So. Salty Rum Lagoon. 82%. Da ist auch noch was offen. Und hier auch noch eine Kreatur, die ich noch nicht gefunden habe. Ja. Aber ich meine, ich hatte doch mal diesen tollen Fisch da unter Wasser gegessen. Und ich meine, dass der hier nicht mit aufgelistet wird gerade. Creatures, bei Creatures halt. Angel Veggie. Ist eine gute Frage. Calypso Mount. Was war das? Achso, das ist mein Headset. Ich bin an mein Headset gekommen, Leute. Es klang so, als wenn neben mir irgendein Tier knurrt. Calypso Mountains, 70%. Okay, Calypso Mountains ist noch einiges offen. Aber wahrscheinlich ist das alles auf dem Berg oben. Auf der Spitze. Areas. Hier, guckt mal, hier fehlt nämlich auch noch eine Area. Das ist bestimmt der Gipfel. Food habe ich fast alles gefunden. Eine Kreatur fehlt noch. Ancient Caves. Oh, da habe ich auch fast alles. Das ist jetzt die Frage, was sind diese letzten 2%? Das kann doch nur irgendwo ein Busch sein, den ich noch nicht gegessen habe. Hier ist Stuff Found. Das ist wirklich nur noch eine Kleinigkeit, die ich da nicht gefunden habe. Aber wo ist diese Kleinigkeit? Spooky Woods sind 100%. Kickstarter Island, da gibt es keinen Complete. It's not available. Ja, und Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Was zur Hölle ist das?
So, jetzt ist eigentlich die Frage, eigentlich müssten wir mit Shepherd Lake weitermachen oder mit Calypso Mountains. Und ich weiß ja schon, wo ich hin muss, um Calypso Mountain, ne? Also ich weiß ja, wo das Zeug ist, was ich noch nicht gefunden habe. Aber das Blöde ist, naja, ihr wisst ja, was das Blöde ist. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt mal eine Schnellreise nach Shepherd Lake, denn ich will mal gucken, ob meine Stats jetzt schon ausreichend sind, dass Bigfoot erscheint. Und das heißt, wir schlafen hier jetzt mal. Sleep Night. So, dass Nacht ist. Haha, voll aufgeheilt. So. Shepherd Lake. Weil eigentlich müsste ich doch jetzt alle Stats auf fast maximal haben, außer Schwimmen. Und Schwimmen brauche ich ja jetzt nicht, um Bigfoot zu bekämpfen. Aber nee, es hat sich nichts verändert hier. Guckt mal. Es hat sich nichts verändert. Normalerweise, wenn Bigfoot erscheint, verändert sich hier alles. Aber egal, wir müssen ja hier eh noch einige Sachen finden. Insofern ist das jetzt gar nicht so verkehrt, hier rumzulaufen. Das ist gar nicht so falsch. Hier höre ich zum Beispiel noch eine Larve. Hinter dieser Wand hier. Irgendwie muss man hier hinkommen. Wartet mal. Irgendwie kommt man hier hin. Da ist ein Raum, wo ich noch gar nicht war. Guckt mal. Und da kommt man über diesen Umweg irgendwie rein. Kann ich da hochspringen? Nee. Ich finde das schon noch raus, wie ich da hinkomme. Vielleicht hier lang. Und irgendwo, stimmt, irgendwo sollen ja auch noch die Pommes liegen. Für den Hasen, für den Dicken. Aber woran erkenne ich jetzt Pommes, die ich selber nicht essen kann? Also, gut, Pommes, wie Pommes aussehen, weiß ich, aber ja. Wo sind sie, ist die Frage. Ich glaube, die Pommes sind genau da, wo ich dieses Schmatzen auch gehört habe. Irgendwo da hinten drinne. Ich wette mit euch, dass das irgendwo da hinten ist. Es kann nur so sein. Es kann einfach nur so sein. Lass mich jetzt hier mal runterfallen und gehe einfach mal in die Richtung. Vielleicht sehe ich ja von unten irgendwie eine Möglichkeit, da hochzukommen. Aha! Was ist das? Da leuchtet was. Da oben, da. Seht ihr das? Da? Warum leuchtet da was? Hey! Blackberries! Juhu! Gleich was zum Essen gefunden. Schön. Irgendwie kommt man hier hoch. Irgendwie kommt man hier rein. Irgendwie geht das. Ich weiß es genau, dass das irgendwie gehen muss. Guckt mal hier. Ah nein. Da ist doch so ein Gang da unten. Da kommt man doch bestimmt irgendwie rein. Irgendwie, irgendwo kommt man da doch bestimmt rein. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier rüber. Hier hoch. Ich höre es schon wieder schmatzen. Ich höre schon wieder eine Larve schmatzen. Ich höre es doch. Guckt mal, wenn wir jetzt hier hochgehen, da. So, hier hoch. Und dann so. So. Da ist die Stelle. Da muss ich irgendwie hinkommen. Die Frage ist, wie? Wie kommt man da hin? Moment. Von der Seite mal gucken. Da war ich doch schon mal. Da war ich doch schon mal gewesen. Da bin ich doch schon mal irgendwie hingekommen. Irgendwie bin ich doch da schon mal hingekommen. Das weiß ich genau, dass ich da schon mal irgendwie hingekommen bin. Hier ist auch noch irgendwie eine abgefahrene Kunst. Ach, hier ist der Eingang zum Level, okay. Alles klar. Der Level-Eingang. Und hier hinten waren doch irgendwie so Militärfahrzeuge gewesen. Mit einem Aufgang. Genau, hier konnte man hoch. Jetzt will ich nochmal schauen. Kann ich hier noch irgendwas essen? Ich muss jetzt wirklich jeden Winkel nochmal durchsuchen. Falls ihr mehr wisst als ich,
dann sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Könnt mir gerne helfen. War ich hier schon mal? Moment mal, das müssen wir jetzt mal prüfen. Shepherd Lake, High Platform Community Area. Community Area, da war ich noch nicht. Moment mal, jetzt gehe ich mal hier hoch. Ach doch, Moment. Doch. Hier war ich schon mal. Ha, nein, um Gottes Willen. Einfach mal so runterfallen, kann man auch mal machen. Immer links rum. High Platform Community. Okay, von hier aus komme ich nirgendwo hin. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. Und immer die Augen offen halten nach Pommes. Irgendwo sollen hier noch Pommes liegen. Vielleicht hier hinten. Hier war ich noch nicht. Oder? War ich hier schon mal? Ich weiß es doch alles nicht. Aber ich sehe da auch keine Pommes. Pommes. Wo sind die Pommes? Vielleicht hier hinten. Ich muss jetzt wirklich jede Ritze nach den Pommes durchsuchen, damit ich den Hasen auch noch kriege. Auf meine Seite. Dann habe ich alle Tierfreunde auf meiner Seite. Da hat der Wagger einen lustigen Kommentar geschrieben. Der meinte, sein Hase oder der Hase von irgendwem, den er kennt, hätte auch mal Pommes gegessen und wäre danach gestorben. Aber er meint, es lag wahrscheinlich nicht an den Pommes. Das ist interessant, dass du das so genau sagen kannst, dass es nicht an den Pommes lag. Woher nimmst du diese Gewissheit, dass es nicht an den Pommes lag? War der schon alt, der Hase, oder was? So ist das mit diesen Hasen. Da gibt man denen einmal Pommes zu essen. Aber ich glaube, der Hase hier im Spiel, dem ist das, glaube ich, echt egal. Der frisst alles. Wenn ich mir das so angucke, was so um den rum lag, verstreut lag, ja. Das ganze Fastfood, Gedöns, Papier und so, Verpackung. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, ich muss hier irgendwie mich über einen ganz abgefahrenen Umweg hinbewegen. Zum Beispiel hier hoch. Aber hier ging es auch nicht weiter, ne? Ne, hier ging es auch nicht weiter, stimmt. Ich erinnere mich. Ne, man muss wirklich hier... Hey, wartet mal, Moment, hier geht's auch noch hoch. Es bringt nur absolut gar nichts. Oder? Habe ich gerade... Nee, mir war gerade so, als hätte ich eine Larve gehört. Aber dem war nicht so. Da geht es ja auch nicht weiter. Was ist das denn? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Da muss ich doch unten lang. Also ganz unten. Hier lang. Stimmt, das ist ja auch die einzige. Das ist ja auch die einzige Stelle. Ja. Immer kriechend fortbewegen, genau. Nee, Moment, aber hier ist doch wieder diese... Hä? Wie bin ich denn da drüben hingekommen? Ich bin da mal hingekommen. Ich weiß es genauer. Wie bin ich denn da hingekommen? Ich hab's wieder vergessen. Hier sind nur die Alligatoren, die mich wieder aufessen wollen. Ah, nein! Ah, da hat's wieder geknackt in der Kniekehle. Habe ich die überhaupt schon besiegt? Weiß es nicht. Warum muss ich eigentlich immer nachts hier hingehen? Wenn es extra gruselig ist. Weil ich Bigfoot finden wollte. Aber Bigfoot kommt erst, wenn man alle Stats auf maximal hochgepowert hat. Das heißt, irgendwo muss es tatsächlich noch so einen blöden Schwimmschwamm geben. Oder so. Weil Schwimmen die einzige Fähigkeit ist, die ich noch nicht maximal hochgeskillt habe. Ich würde sagen, ich gehe mal back to den und mach mal Tag. Dann kann ich mich hier in dem Gebiet besser umgucken. Ich schlafe jetzt mal so, dass es Tag wird. Und dann teleportiere ich mich wieder zurück. Sleep Day! Shepherd Lake! Ach, ist das schön, es ist endlich mal hell hier. Endlich ist es mal hell. Sehe ich endlich mal was in diesem verdammten Abschnitt. Oh.
So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich springe jetzt mal hier rauf. Vielleicht sehe ich ja von hier, wie ich da hinkomme. Da unten, da ist ein ganzer Abschnitt. Da ist ein ganzer Abschnitt da unten. Und da auch nochmal. Wie kommt man da hin? Ah nein! Nicht jetzt fallen! Oh Gott. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wie wäre es einfach so? Ah ne, Moment, okay. Ne, hier bin ich immer normal durchgekommen, genau. Da habe ich schon die Larve gehört. Ich muss nochmal hier hoch, genau. Geh nochmal hier hoch. So. 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 Nein! Ach Mann, da ist er ja nicht gesprungen, obwohl ich die Leertaste gedrückt habe. So. 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 Und jetzt nochmal. So, jawohl, ich hab's geschafft. Wo ist jetzt die Larve? Wo ist die Larve? Ich höre sie, ich höre sie. Hier irgendwo muss sie sein. Da ist sie, da ist sie. Ich habe sie gefunden, ich habe sie gefunden. Would you even want to eat this grub? Ja, will ich. Luck. Sauber. So. Dann habe ich ja wieder ein paar mehr Prozentpunkte bekommen dafür. So, Moment, Moment. Ah, da sind die Pommes. Ich habe die Pommes gefunden. Yes. Okay, Moment, wir müssen trinken. Das müssen wir trinken, den Kaffee und French Fries. One food of fatty fat fat rabbits. 20% Leben, 20% Leben. Fries, if collected. Ach so, ich kann die collecten oder essen. Na, ich sollte sie lieber collecten, ne? So. Found some greasy fries. Okay, dann speichern wir jetzt mal an der Stelle. So. Und jetzt teleportiere ich mich mal zur Höhle. Haha, und jetzt bringen wir mal dem Hasen die French Fries. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo war das nochmal? Oh Gott, Moment, das war irgendwo da hinten. Irgendwo hier so. Hier so irgendwo. Hier, ne? Hier war das. War das hier? Nee. Hier war das nicht. Verdammt, das ist eine Sackgasse. Oder? Ne, Moment. Hier war das. Hier ist das, genau. Haha, wusste ich doch. Aus dem Weg. Hase, ich komme. Ich hab dein Futter. Ich hab deine Pommes. Endlich habe ich sie gefunden. Endlich habe ich sie. Wo bist du? Du dickes Gerät. Komm zu Papi. Hier war er doch irgendwo, ne? Hä, wo ist er denn jetzt? Der war doch hier. Das war doch hier. Oder nicht? Oder bin ich jetzt total mischugge? Der Hase war doch hier. Ach, das war nachts, ne? War das nachts? Ich glaube, das war nachts. Nachts hat er noch rumgelegen. Ja, toll. Okay, dann muss ich wohl nochmal back to den gehen. Oder ich muss noch mal genau gucken. Nicht, dass ich ihn jetzt übersehen habe. Nee, das war nachts. Okay, Moment, back to then. Dann schlafen wir mal so, dass es Nacht wird und dann ist er hoffentlich da. Nein, jetzt habe ich so geschlafen, dass es Tag wird. Ich bin auch blöd. Wir haben es gleich. Das machen wir noch in der Folge jetzt. Los, schnell. Nacht, sofort, los. Sleep until night, jawohl. Und los! Los! Ah, da ist der Geist! Hallo Geist! Er sieht aus wie Kirby. Er sieht immer noch aus wie Kirby. Es tut mir leid. Ach, der spukt jetzt hier rum. Das ist ja schön. Ich habe mein eigenes Spukgespenst. Juhu! 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 So, hier hoch. Und dann da, wo der Busch ist. Hier, genau, hier durch. So. Da lang. Die Tür, die respawnt auch jedes Mal. Flup. Hey, ein Waschbär. Die haben Fell gekriegt. I shit you not, guckt euch das an. Die waren vorher nicht pelzig. Die haben wirklich jetzt Fell gekriegt. Da muss irgendwie ein Update rausgekommen sein in der Zeit. Wo ist der Hase? Wo ist der Hase? Der war doch hier, oder nicht?
Spielt mir mein Hirn jetzt echt so einen Riesenstreich? Ich glaube, mein Hirn verarscht mich gerade. War der Hase... Der war doch hier. Der war doch hier irgendwo, in dem Abschnitt. Oder war der woanders? Wo war denn der Hase jetzt nochmal? Oh Gott, ich hab's wieder ver... Ich hab's komplett vergessen. Wo ist der Hase? Wo ist er hin? Wo ist der Hase hin? Also ich weiß nicht. Meiner Meinung nach war der hier irgendwo. Ich muss mir die Folge nochmal angucken, wo ich den Hasen gefunden habe. Das gibt's nicht. Unglaublich, wie veralzheimert man sein kann. Na gut, dann haben wir ja wieder was für die nächste Folge, würde ich sagen. Jetzt schaffe ich das echt nicht mehr. Wenn ich jetzt nicht weiß, wo er ist, dann kriege ich das jetzt nicht mehr hin. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Bärensimulator. Da geben wir dann die Pommes endlich mal dem Hasen. Dann haben wir den letzten Tierfreund, glaube ich. Das ist, glaube ich, der letzte. Ich wüsste nicht, wer da noch kommt. Okay, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge Bärensimulator. Bis dann, ciao, ciao.